Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++ und der Objektorientierung von C++. Heute geht es um Konstruktoren. Was ist ein Konstruktor? Naja, irgendwie hier unten, das war ziemlich umständlich, ich musste hinschreiben, Kreis Frank, Frank.radius gleich 25, das sind zwei Zeilen, das ist nervig, das möchte ich nicht. Deswegen bitte lasst uns das in einer Zeile machen und genau für sowas gibt es Konstruktoren. Also ich meine, wenn ihr hier 100 irgendwas verschiedene Attribute habt für euren für eure Klasse, dann ist es wirklich nervig, wenn man die alle einzeln hier unten aufzählen muss und alle extra setzen muss. Deswegen hat man sich gedacht, okay, machen wir uns einen Konstruktor, der kann da alles nochmal schön überprüfen und dann eben dahinsetzen. Konstruktor ist auch eine Methode im Prinzip ähnlich wie Fläche, nur dass ihr in einem Konstruktor noch keine einzige Variable hier als gegeben annehmen könnt. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, die ist schon richtig gesetzt, sondern die wird jetzt gerade erst gesetzt. Das heißt, ihr könnt nicht hier einfach irgendwas berechnen aus den Sachen, die ihr hier habt, sondern ihr müsst sie erstmal setzen. Okay, außerdem, Konstruktor hat keinen Rückgabetyp, beziehungsweise er hat einen, aber er hat quasi keinen Namen in dem Fall. Dann, er gibt uns einen Kreis zurück. Klar, weil es ist ja ein Konstruktor, wir wollen ja dann am Ende einen Kreis zurückbekommen, deswegen steht hier einfach nur Kreis, also der muss wirklich so heißen wie die Klasse selbst und braucht danach nichts mehr außer zwei Klammern. Ihr seht es hier schon, wird mir blau markiert, gleich wie die Methode Fläche hier auch, das heißt, wir haben es schon mal richtig gemacht. So, jetzt kann ich hier reinschreiben, was ich gerne machen oder was ich gerne drin haben möchte und ich definiere mich jetzt einfach mal den Konstruktor in der Klasse drin, das werden wir auch noch häufiger sehen. Dann habt ihr schon mal einen groben Eindruck, wie das nachher mit der richtig schönen Struktur von unserem Projekt aussieht. Und zwar definiere ich mir hier drin einfach nur die Funktionalität, dass da ein Konstruktor ist, aber ich definiere mir den Konstruktor außerhalb von meiner Klasse. Das macht man auch ganz gerne mal in der Uni. Also wenn ihr sowas sehen werdet, dass hier irgendwie mal, ich schreibe erstmal fertig hier. Okay, mein Konstruktor nimmt erstmal ein Float. Okay, und hinten dann kommt ein Semikolon, das war es eigentlich auch schon. Jetzt macht er ja noch gar nichts, das heißt, wir müssen ihn irgendwo anders noch definieren. Und das ist wirklich der Punkt, wo ihr irgendwie Arbeit an Dritte abgeben könnt. Das heißt, wenn ihr irgendwie zu zweit oder dritt oder sowas arbeitet, einer definiert hier die ganzen Klassen, der andere implementiert die Klassen, so nennt man das. Das heißt, er schreibt dann wirklich den Code, also den Rumpf von den Klassen, quasi das, was zwischen diesen geschweiften Klammern hier steht. Ihr schreibt einfach nur hin, dass es die Methode gibt und der arme Kerl muss dann hinschreiben, was diese Methode überhaupt kann oder was sie tut. Ja, das macht man folgendermaßen. Wir schreiben erstmal, diese Methode, die wir jetzt schreiben wollen, gehört zur Klasse Kreis und sie heißt Kreis, weil es ist ja der Konstruktor. Okay. So, und was passiert jetzt hier? Naja, wir nehmen einen Float und den nennen wir einfach mal R für Radius und den setzen wir auf unseren Float Radius hier. Das heißt, wir sagen Radius, oh Gott, ich kann mal wieder nicht tippen heute, sorry, passiert mir irgendwie in letzter Zeit immer häufiger. Radius ist gleich R. So, damit setzen wir den Radius von unserer Klasse auf den Radius R, den wir in der Methode übergeben bekommen. Also im Prinzip habe ich jetzt nichts anderes gemacht, ich werde es jetzt doch mal so machen, als hätte ich das hier drin. Das ist genau dieselbe Schreibweise wie das, was wir gerade eben hatten. Nur falls ihr irgendwann mal diese Doppelpunkt-Doppelpunkt-Schreibweise seht, dann wisst ihr, hier steht eine Methode, die zur Klasse gehört, die aber irgendwie da gerade nicht mehr reingepasst hat. Ups, das muss natürlich hier weg. Genau, so. Also jetzt haben wir uns einen Konstruktor generiert, der nimmt einfach einen Float und dieser Float wird als Radius festgelegt. So funktioniert das Ganze. Okay, so, wie kann ich diesen Konstruktor jetzt hier unten aufrufen? Naja, ich möchte ja im Prinzip diese Zeile hier sparen. Ich möchte diese 25 hier oben hinsetzen und ich möchte, dass mein Programm automatisch weiß, dass es sich dabei um den Radius handelt, weil was anderes können wir hier nicht wirklich setzen. Okay, wie machen wir das also? Wir geben einfach hier hinten dran eine Klammer. Ups, hey. Ach, so funktioniert das hier in dem Editor. Okay, also wir geben hier in den hinter den Namen, den wir geschrieben haben, machen wir einfach eine Klammer auf und dort schreiben wir dann unseren Konstruktor hin, unsere Zahl hinten dran und das ruft jetzt automatisch meinen Konstruktor auf. Also es erkennt automatisch, das gehört jetzt oder das generiert mir einen Kreis. Ich baue mir hier quasi einen neuen Kreis, der nennt sich Frank und hier habe ich jetzt angegeben, wie viel Radius hat dieser Kreis. So, jetzt können wir uns mal angucken, was dabei rauskommt. Achso, ja, und zwar, warum habe ich jetzt hier oben einen Fehler? Das liegt an Hans-Peter. Und zwar, der gute Hans-Peter, der benutzt hier oben implizit, also wenn wir einfach nichts hinschreiben, dann benutzen wir hier einen Default-Konstruktor. So, der Default-Konstruktor nimmt aber keine Parameter. Das heißt, ich rufe jetzt hier gerade
ein Konstrukt auf, einfach nur durch diese Zeile Code hier, durch die ich einfach quasi nichts geändert habe gerade, rufe ich einen Konstrukt auf, der so aussieht. Und so einen Konstruktor, könnt ihr gerne mal hier oben gucken, haben wir nicht. Wir haben nur einen Konstruktor, der einen Radius übernimmt. Und das ist gerade das Problem gewesen. Ich kann jetzt hier diesen Default-Konstruktor nicht mehr aufrufen, weil wenn ich mir selber einen Konstruktor definiere, denkt mein Programm, ich bin intelligent genug, nur noch meine eigenen Konstruktoren aufzurufen und nichts anderes mehr zu machen. Das heißt, ich muss jetzt hier bei Hans-Peter auch hinschreiben, ich hätte gerne den normalen Konstruktor benutzt. So, ausführen bringt mich jetzt hierzu, nämlich im Prinzip genau dasselbe wie bislang auch. Aber ich habe das jetzt, wie gesagt, in einer Zeile Code drin stehen und ich muss mir nicht mehr noch extra meine Variablen definieren. Hier in den Kreis kann ich natürlich auch beliebig viele weitere Variablen reinpacken und die dann alle zuweisen oder sonst irgendwelche Berechnungen damit machen. Von mir aus könnt ihr hier auch, keine Ahnung, die Fläche reingeben und euch dann den Radius rauslesen oder sowas. Also solche Sachen kann man natürlich alle machen. Also wirklich, kann man durchaus machen, macht absolut Sinn. Okay. Was ich jetzt hier aber auch noch machen möchte mit euch, ist, ich möchte den Konstruktor überschreiben. Wie ihr gerade gesehen habt, wenn ich das hier so hatte, dann brauche ich hier noch einen Konstruktor, der einfach keine Parameter nimmt. So einen Konstruktor gibt es bei uns nicht, kann man aber machen, und zwar durch Funktionen überschreiben oder überladen. Es ist nicht überschreiben, es ist überladen, sorry. Und zwar sage ich da einfach Kreis, Klammer, Klammer. Ich nehme keine Parameter hier rein, denn dieser Konstruktor benutzt ja auch keine Parameter. Also sage ich Kreis, Klammer, Klammer, keine Parameter. Und ich definiere mir sozusagen einen zweiten Konstruktor ohne Parameter. Und hier sage ich jetzt einfach, okay, mein Standardwert für meinen Radius ist jetzt einfach mal 42. Das heißt, wenn ich nichts angebe, wird es ein Kreis mit Radius 42. Wenn ich was angebe, dann wird dieser neue Radius eben hier gesetzt und dafür verwendet. Okay. So, jetzt machen wir mal was Cooles, und zwar schauen wir uns das erstmal an. Was passiert denn hier? Wir kreieren uns jetzt hier gerade nur noch den Hans-Peter-Kreis und den setzen wir erstmal über den Default, über den leeren Konstruktor, geben uns dann aus, was seine Fläche ist, Hans-Peter.Fläche. Und danach setzen wir den Radius, wie wir es hier getan haben, also über Punkt Radius gleich 1337. Und berechnen danach nochmal die Fläche. Derselbe Aufruf quasi. Ich gebe zweimal die Fläche aus, aber einmal, nachdem ich den Konstruktor aufgerufen habe, der keinen Parameter nimmt, und einmal, nachdem ich mir den Radius selbst noch genommen habe. Okay, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Achso, ich wollte natürlich hier, die Klammern müssen weg sein. Wenn der Konstruktor keinen Parameter übernimmt, dann braucht man hinten dran keine Klammern, sonst generiert es mir eine Funktion. Das ist ein bisschen komplizierter, das lassen wir jetzt einfach mal. Vertraut mir einfach, wenn ich euch sage, hier dürfen keine Klammern stehen, es sei denn, ihr gebt Parameter rein. Okay, machen wir jetzt einfach mal so. Und wir sehen hier, dass ich am besten noch irgendwie mal eine Newline einfügen sollte, sonst kann man nicht wirklich was lesen. Backslash n. So, ups. Na, einmal weg, nicht beides Mal. Okay, jetzt aber. Also beim ersten Mal sehen wir hier 5541,77 ist die Fläche und beim zweiten Mal 5,6 mal 10 hoch 6. Gut, warum ist das so? Naja, am Anfang, wenn ich das erste Mal die Fläche hier ausgebe, dann gebe ich die Fläche aus für den Radius 42, denn ich habe ja hier Kreis Hans-Peter, also einen Kreis kreiert, der den leeren Konstruktor benutzt mit Radius und der setzt mir den Radius auf 42. So, dann gebe ich die Fläche aus, also wird die Fläche berechnet und hier drin in Flächenberechnung steht ja, ich benutze hier Pi r². Ganz normal eben. Danach setze ich aber meinen Radius auf einen höheren Wert und berechne die Fläche nochmal. Also quasi, ich verändere eine Variable in meinem Hans-Peter, in dem Kreis Hans-Peter eben drin, nämlich den Radius, setze den neu auf einen höheren Wert. Und wenn ich dann nochmal die Fläche berechne, naja gut, dann hat sich ja der Wert Radius hier auch geändert. Der ist ja dann nicht mehr 42, sondern der ist das, was ich hier neu gesetzt habe, also 1337. Und wenn ich das quadriere und Pi drauf rechne, dann kommt halt ein bisschen was Größeres raus, als wenn ich 42 quadriere und Pi drauf rechne. Gut, also so könnt ihr dann natürlich auch eure Variablen hier, eure Member verändern und dann eben auch in euren Funktionen bzw. in euren Methoden verschieden benutzen.
Okay, ja, und Konstruktoren, wie gesagt, ihr könnt die Dinger überladen. Also wenn ihr einen leeren Konstrukt aufruft, vergesst nicht, dass ihr keine Klammern hinten dran setzen dürft. Wenn ich hier was angebe, sagen wir einfach mal, ich gebe hier tatsächlich zum Beispiel 12 an, warum auch immer 12 jetzt, und führe das aus, dann kriegen wir hier plötzlich was anderes. Das heißt nur noch 452,389, was dann eben 12 Quadrat mal Pi ist. Warum ist das jetzt so? Naja, ich habe hier was angegeben. Das heißt, ich rufe statt diesem Konstruktor hier den hier unten auf. Vorher habe ich den hier aufgerufen, der mir einfach fest 42 reinsetzt. Hier habe ich jetzt selber einen Wert eingegeben und den Konstruktor hier benutzt, der mir den Radius auf den gegebenen Wert, also 12, setzt. Und schon habe ich einen komplett anderen Kreis, als würde ich diesen hier aufrufen. Okay, das war's zu Konstruktoren erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!